Ja, hi, ich bin der Matthias, bin Brand Manager bei Highbike und ich würde dir ganz gern so die neue Ausrichtung für 2020 erklären. Ein großer Fokus ist bei uns, wir nennen es We Are Versatility, das heißt sehr vielfältige Bikes. Okay. Und haben vor uns das All Mountain 3.0 und ich kann dir gerne ein paar Facts dazu erzählen. Wie du siehst, ist es schon von Anfang an ein wirklicher Blickfänger, schon allein durch die Konstruktion, die ist sehr anders. Wir sehen natürlich die Highbike-spezifischen Merkmale mit Doppelknick im Oberrohr. Wir haben ein sehr, sehr slimmes Top-Tube. Mhm. Und du siehst hier die Konstruktion mit diesem Steg hier rüber und einer Subframe-Konstruktion als faserverstärkten Kunststoff. Okay. Und das ist also natürlich das hier, richtig. Und für uns natürlich eine neue Interpretation an der neuen Full Suspension Plattform mit Bosch Gen 4. Und ich erzähle dir jetzt ganz gerne, wieso wir das Ganze machen. Wie du weißt, diese 625 Watt Batterie bei Bosch sehr, sehr lang. Ja. Und Highbike-spezifisch haben wir wieder den Motor gedreht, um 42 Grad ungefähr, damit wir die Batterie und den Motor sehr, sehr nah zusammenbringen. Und was hat das für einen Vorteil? Was schätzt du? Richtig, einen super tiefen Schwerpunkt. Und das ergibt natürlich in Summe für uns ein super wendiges, ein super agiles Trailbike, was uns sehr, sehr wichtig war und was unser Hintergedanke war. Für uns total wichtig, dass wir sagen, zum ersten Mal auch die Option, unser modulares Rail-System, mit Range-Extender-Option und zweiter Batterie anzubieten, auf allen Rahmengrößen, bei den Damen- und bei den Herrenmodellen. Und so kannst du von den 625 Watt plus 500 kommst du insgesamt auf 1125 Wattstunden. Das ist schon brutal. Das war uns sehr, sehr wichtig und wie gesagt, total wichtig, dass wir über Full Suspension Bikes, über alle Rahmengrößen sprechen. Dann haben wir natürlich, ganz, ganz wichtig, dass du aus dem Fly-On kennst, die Option Licht einzubauen mit Twin Taillights und einem Skybeamer. Das heißt für uns natürlich eine klare Fortsetzung, hey, du als Fahrer, du hast immer die Kontrolle, wann immer du biken gehen willst, du hast die Option, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit und optional natürlich jetzt auch an der Plattform erhältlich. Okay. Zudem ganz, ganz wichtig, dass wir mit der Plattform auch unterschiedliche Reifengrößen anbieten. Jetzt im All-Mountain-Bereich, das kennst du, X-Duro, langgestecktes Oberrohr, flacher Lenkwinkel, also eher so das Extreme und eher so das Rad fürs Gröbere, mit einem 29er vorne und mit einem 650B hinten, um einfach super agil im Uphill zu wirken. Das 29er Vorderrad natürlich für maximale Kontrolle und Präzision beim Bergabfahren und mit 160 mm vorne und hinten natürlich ein ultimatives Spaßgerät und natürlich auch im Downhill super, super agil, super wendig, super stabil. Und für uns eine ganz neue Interpretation von einem super modernen Trailbike. Und das Ganze haben wir, wenn wir dann rübergehen, das können wir uns dann später gemeinsam anschauen, haben wir das Ganze auf der S-Duro-Linie im Full-7-Bereich, auf dem Full-7 LT 7.0 und 8.0 mit 650B vorne und hinten, etwas sportlichere Geometrie und das Gleiche im Full-9-Bereich, also mit 29er Reifen vorne und hinten und es ist neu für Highbike in dem Bereich mit 140 mm vorne und hinten und auch hier gehen wir neue Wege. Super cooles und modernes Trailbike im 29er Bereich. Ihr habt jetzt ja den Motor hier zum einen getreten, der Bosch-Motor ist ja auch neu. Gibt es euch andere Möglichkeiten, jetzt auch wieder für die Geometrie? Oder hat sich da was geändert bei euch? Wir können dadurch erreichen, dass wir durch die Konstruktion natürlich, du kannst dir vorstellen, durch die neuartige Konstruktion hier rüber, haben wir auch an Steifigkeit gewonnen. Das war ganz, ganz wichtig und wie ich es eingangs erwähnt habe, eben auch durch die Einbindung vom MRS-System, dass wir auch hier mit der zweiten Batterie sehr, sehr tief gehen können, was natürlich auch für den zentralen Schwerpunkt, der sehr, sehr tief sitzt, super wichtig ist und diese Agilität und diese Wendigkeit nochmal unterstützt. Also dass die neuen Highbikes sind so ein bisschen verspielter, kann man das so sagen? Ja. Und für das Modular Rail-System, was kriege ich da jetzt alles dazu oder was kommt da? Also das kennst du ja sicher, es gibt Flaschen, es gibt ein Schloss, es gibt eine Tasche, also ganz, ganz viele Möglichkeiten und für uns auch ein echter Mehrwert für den Kunden und wirklich ein Consumer Benefit. Und aber für uns natürlich jetzt hier im Fokus, wenn wir von Vielseitigkeit und Vielfältigkeit vor allem mal sprechen, optionales Licht, optional Range Extender mit der zweiten Batterie, um maximal Reichweite zu generieren. Und das heißt, das Licht ist schon ein Kabel vorverlegt, also wie kann ich mir das vorstellen? Richtig, also du siehst hier kann man es integrieren, ist das Twin Taillight, wie man es aus dem Fly-On gewohnt ist und natürlich über einen Fachhändler einfach zu montieren. Okay, aber das heißt, ich habe jetzt nicht irgendwie Plug and Play, sondern muss da schon noch was verlegen? Ja. Okay. Nee, wir haben das optimiert, definitiv, jetzt im Vergleich zu Fly-On.
Wollen dann natürlich auch für den Handel Effizienz erzeugen und einfach. Okay. Kann man irgendwie zeigen, wie man die Batterie rausfindet oder sowas? Oder ist das blöd? Ja, ich habe keinen Schlüssel leider. Ist ein bisschen doof. Aber hat sich da was getan im letzten Jahr? Ja, für uns ist quasi die komplette Aufnahme eigentlich neu. Weil wir haben ja normalerweise das Skidblade über die Batterie drüber. Und jetzt ist die Batterie quasi mit der Skidblade verbunden. Über ein Ray-System. Quasi ist es nicht mehr zwei Teile, sondern ist ein Teil. Und dann klickst du es rein und fertig. Also ein total leicht zugänglich und total einfaches System. Mhm. Aber ich habe leider keinen Schlüssel. Und das ist jetzt das richtige Cover oder wie? Und das ist falsch? Oder ist nee, das ist nur ein 3D-Druck. Genau. Okay. Jetzt, weil das ist auch ein Carbon, aber. Genau, okay, nee, das ist ein Dummy. Das ist ein Dummy. Ah, okay, verstehe. Genau. Und wir wollten eigentlich nur zeigen, aber wir haben leider, Gott sind die Bikes auf so vielen Messen unterwegs, dass irgendwie der Schlüssel abhanden gekommen ist. Und jetzt konnte man es zwar wechseln, weil wir den kompletten Subframe ausgebaut haben, aber so können wir es zumindest demonstrieren, wie es ausschaut.